Ja, die Corona-Situation, die muss man in Österreich ganz genau im Auge behalten. Wir haben jetzt auch Informationen bekommen, dass es in 10 Bezirken schon eine Inzidenz über 200 gibt, die auch langsam schon an der 300er-Marke kratzt. Da muss man natürlich besonders aufpassen, dass sich diese Inzidenzen nicht immer weiter nach oben steigern. Sehen wir uns beispielsweise diese 10 Bezirke einmal genauer an, so ist das die Leopoldstadt, Favoriten, Simmering, Meidling, Rudolfsheim, Fünfhaus, Otterkring, Hernals, Brigittenau und Floridsdorf sowie auch Liesing. Also da haben wir auch die Informationen aus dem Gesundheitsministerium, dass da auch die Inzidenzen sich schon langsam zum 300er Bereich nach oben bewegen. Das sind natürlich sehr besorgniserregende Entwicklungen. Das hat ja auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und auch unser Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der Vergangenheit angesprochen und auch jetzt immer wieder thematisiert, dass noch weitere verschärfte Maßnahmen notwendig werden, wenn die Inzidenzen nicht weiter nach unten gehen, man beziehungsweise hier dem Coronavirus nicht besser Herr werden kann. Und wir haben auch einen Bezirk, der hat die niedrigste Inzidenz, das ist die Josefstadt. Da gibt es die Inzidenz unter 50 und wir haben auch noch andere Bezirke, da ist die Inzidenz über 150. Das wäre beispielsweise Landstraße, Margareten, Neubau, Alsergrund, Hitzing und Hütteldorf. Also hier appelliert der Gesundheitsminister, aber auch der Wiener Bürgermeister der Bevölkerung dazu, dass man sich weiter impfen lassen soll, dass man hier der Herdenimmunität weiter Folge leisten sollte, beziehungsweise auch darauf achten, dass die Inzidenzen nicht weiter nach oben schnellen und natürlich auch die Maßnahmen, die wir während der ganzen Corona-Pandemie schon kennengelernt haben, den Abstand und das Masketragen, das sind hier die Maßnahmen, um eine weitere nach oben Treibung der Inzidenzen hoffentlich bald unter Kontrolle zu bringen.